Hallo Freunde, mein Name ist Taijoy und wir spielen wieder Zelda Link to the Past. Im letzten Part haben wir hier das Dorf erkundet und ich glaube sogar alles, wenn nicht dann fast alles hier mitgenommen, was es eigentlich nur zum Mitnehmen gibt. Und wir begeben uns jetzt, wenn wir auf die Karte gucken, zu dem Kreuz am Ostpalast, glaube ich, heißt das Ding. Und schauen dann mal, was uns dort erwartet. Also, ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Warum macht er eigentlich bei R sowas? Das sieht lustig aus. Okay, tut mir leid. Alles klar. Das unterlassen wir da lieber. Coole Moves hast du drauf, Link. Wieso sind die Haare von Link eigentlich pink? Nee, mal im Ernst jetzt. Wieso? Was hat das für einen tieferen Sinn? Wer weiß, wer weiß. Wo lang laufen wir? Zack, zack, zack. Schön, warte, wo lang laufen wir gerade? Ja, das ist richtig. Ich finde die Melodie ist wunderschön. Was war das denn für eine Krabbe? Nein, die schießen mit Pfeilen. Nein, tu's nicht. Pfeile sind nicht gut. Nee, den will ich jetzt nicht, den Rubin. Wir müssen hier irgendwo lang und dann... Ah, was seid ihr denn für Viecher? Krabben, die Steine aus dem Mund schießen oder so. Hier lang irgendwo, glaube ich, müssen wir. Um da hochzukommen, auf den Berg oder was das darstellen soll. Hier? Sind wir hier richtig? Wow, 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 wow. Ganz ruhig, lass mich hoch. Nehmt's easy. Alter. Irgendwann bin ich in so einer umzingelten Schlucht, wollte ich jetzt sagen. Ach, keine Ahnung, was ich sagen will. Jedenfalls bin ich irgendwann irgendwo und kann irgendwie nichts machen. So, das trifft's genau und dabei belasse ich's auch. Punkt. Hey, das ist gemein. Wieso muss ich hier lang? Glaube ich auch nicht. Moment. Vielleicht sind wir doch hier komplett falsch und müssen einfach geradeaus. Das kann natürlich auch sein. Wenn ich denn jetzt mal die Treppe treffe. So. Nee. Glaube ich nicht. Das kommt aufs selbe hinaus, oder? Dann müssen wir an dem Typen vorbei. Komm schon. Jetzt springen wir hier runter. Und gehen hier hoch. Ich glaube nämlich, hier sind wir richtig. Oder da hinten. Stirb, stirb und gib mir Herzen. Mann. Haha. Gauner. So, sind wir hier richtig? Ja, sieht so aus. Wobei, nee, warte, das... Wir gehen noch mal kurz raus. Nein, Quatsch. Das ist ja die Höhle. Da gab's ja... Wir mussten ja zuerst zum Haus, zum Dorfältesten, um zu gucken, was wir überhaupt machen müssen. Denn ich glaube, wir mussten hier zur Höhle rein. Moment. Geh mal hier runter. Und geh mal hier runter. Und geh mal hier runter. Und da ist er auch schon. Okay. Ich lese jetzt. Ich bin... Was? Was bist du, Alter? Sahasrala. Egal, Sahasrala. So. Ich bin Sahasrala, der Dorfälteste. Einer der sieben Weisen ist ein Vorfahre von mir. Oh, tatsächlich? Es überrascht mich, dass ein so junger Mann nach dem heiligen Bandschwert sucht. Link, nicht jedem ist es erlaubt, diese Klinge zu führen. Die Legende berichtet von einem Helden, der die drei Amulette errungen hat. Wünschst du dir wahrhaftig, es zu finden? Nun, also, ja, sieh.
Gut, dann versuche das Amulett des Mutes aus dem Ostpalast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich mehr von meiner Weisheit mit dir teilen. So. Doch nun, geh zum Palast. Okay. Haha, was finden wir denn da? Ich kann... So, warte mal. So, ich kann das nicht drücken. Ich muss das schon wirklich auswählen, oder... Also, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das sonst machen soll. Boom. Was ist hier drin? Okay, nochmal Bomben. 50 Rubine, cool. 50 Rubine. Wow. Einen Moment. So, weiter geht's. Ich musste kurz husten. Dieser Statuen, die machen mir irgendwie Angst. Also die machen mir nicht wirklich Angst, sondern die machen mir so ein unwohles Gefühl. Die geben mir ein unwohles Gefühl. So, jetzt habe ich's. Deswegen umgehe ich die hier auch. Oder weil ich einfach nur Skill habe. Haha. Ich find's cool, wie man sich einfach an der Treppe buggen kann. Eigentlich ist das ja nicht cool, aber finde ich trotzdem. So, was müssen wir... Hä? Ach, hier ist ein Knopf. Bin ich so ein Knopf oder was? Okay. Hier ist ein abgeschnittener Weg, wo wir, glaube ich, nicht runterfallen wollen. Und hier auch. Also müssen wir durch die Mitte durch. Okay, das Rätsel in Anführungszeichen war hier jetzt nicht so schwer. Hier sehe ich, glaube ich, auch schon direkt, was wir machen müssen. Also erstmal töten wir die kleinen Viecher und hier guckt eine Platte hervor. Ja. Ja, okay, das war jetzt auch nicht so schwer. Wow. 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 Nein, ich hasse sowas. Okay. What the f... Alter. So, jetzt bin ich mal kurz leise gewesen. Wo lang kann man hier lang auch noch? Ach so, nee. Glaube ich nicht. Dann gehen wir jetzt hier lang. Und schauen, was es hier so gibt. Ja, Herzen. Ach, schon wieder. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen, da unten rechts in der Ecke. Skelette. Die mit einem Hieb tot sind. Okay. Wieso springt er denn weg? Spring nicht weg! So. Schön. Wow, 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 wow. Was gibt's hier? Alter. Was ist das für ein Ding? Wieder so ein Knopf dafür. Oh, hier ist eine Kiste. Und was ist da drin? Eine Karte. Achso. Oh. Wir müssen nach oben, glaube ich, oder? Glaube ich. Keine Ahnung. Wir schauen mal. Ist hier irgendwo... Ja, schön. Wow, 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 wow. Alles klar. Cool, die spawnen hier nicht wieder. Das gefällt mir. Ich sehe gerade, wir haben 299 Rubine. Ist das viel oder ist das geht so für das Spiel? Also, wenn ihr es wisst, wenn ihr ein bisschen Erfahrung mit Zelda einfach habt, einfach mal Kommentare schreiben. Hey, geht nicht weg. Ich mag euch doch. Ehrlich. Boom, 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 boom. Halbes Herz. So, dich nehmen wir auch noch mit, damit du uns gleich irgendwann vielleicht nicht nervst, falls wir zurück müssen, was ich denke. Hä? Hier drunter bestimmt irgendwo. Doch nicht. Dann müssen wir die nur besiegen und dann kommen wir da durch. Sind wir ja jetzt gleich.
stirb doch jetzt, du. Ah, eine Bombe. Cool. Ja, wir mussten die Skelette nur besiegen und somit öffnet sich dann wieder die Tür. Ist cool, auf jeden Fall. Was ist das? Du hast den Kompass gefunden. Damit kannst du das Versteck des Bosses finden. Welchen Boss? Okay, was ist das? Link, ich bin es. Sahasrara, berührst du die Steine, kann ich telepathisch in Verbindung mit dir treten. Ich habe einen Rat für dich. Der Schatz, der in diesem Palast versteckt ist, kann dir helfen, gepanzerte Gegner zu bezwingen. So. Dann gucken wir mal, was hier so versteckt ist. Hallo. Du hast ein Auge. Ja, jetzt. Boom. Wie viel hält denn das Ding aus? Ich bin gleich tot. Ich guck mal, ob hier Herzen sind. Nee. Gib mir ein Herz. Na. Vor allem, wir haben keine Fee. Tut mir leid, dass ich gerade so still bin übrigens. Wir haben keine... Ah, schön. Wir hätten keine Fee gehabt, um uns wiederzubeleben. Kann man damit irgendwas machen? Kann ich da hoch? Was? Verschlossen? Na, dann brauchst du hier wohl den großen Schlüssel. Okay. Was ist, wenn ich jetzt in einen der Teile da springe? Ja, das wissen wir schon. Weil hier sind keine Vorhänge, Vermauerungen. Oh, tatsächlich, wir können da rein. Fee, bleib stehen. Ja. In eine Flasche stecken. Und dich auch. Hell yeah. Ich nehme das mit dem Feen zurück. Wir haben eine Fee. Wir haben zwei Feen. Weil wir einfach cool sind. Coole Sache. Wir können uns hier draus teleportieren. Und mal schauen, was ist da drin? Was verschlossen? Ach so. Nein. Falls ihr denkt, dass ich gedacht hätte, dass ich da jetzt einfach so ran kann. Nein. Ich wusste doch, dass man da einen Schlüssel für braucht. Ganz sicher. Licht. Wo ist denn so ein... Okay, dann lass mich hier rein. Was ist hier? Ach, komm schon. Heb doch. Boom. Yay. Herzenfarm. Oder Herzen verlieren oder keine Ahnung. Oh, ich bin gerade so still. Oh, ein Schlüssel. Das ist cool. Weg damit und so. Hier ist aber auch nirgendwo so eine Stelle, wo man eine Fackel anmachen kann. Nicht cool. Renn Link. Ach so, dafür brauchen wir den Schlüssel. Okay, dann noch eine Runde. Jo. So, rein da. Was gibt's denn hier Tolles? In der Raum schon wieder? Ach, nur diesmal. Ah! Hier sind wir. Boah. Ich glaube, ich muss ja auch erstmal wieder alle Gegner töten und dann kann ich da an diese Mitte ran, wo irgendwas wieder versteckt ist. Komm schon, mach das Auge auf. Mach das Auge auf. Ey. Wow. Ach ja, die Fee. Da bin ich jetzt froh, die Fee zu haben. Alter, bin ich denn so dumm und schlecht? Oder schlecht und... Wow, ganz ruhig. Schalter. Eine Truhe. Und hier ist der große Schlüssel. Ah. Cooles Puzzle. Jetzt nicht allzu schwer. Warte. Müssen wir mit dem großen Schlüssel da oben hin? Wir machen es einfach mal.
Zack. Dann sind wir wieder hier. Nein, die Gegner sind wieder da. Ah, oh, jetzt hüpfe ich so doof. Tut mir leid, dass ich ehrlich in diesem Part bin ich so still, fällt mir auf. Ich rede gar nicht so viel, das bitte ich zu entschuldigen. Denn, ich konzentriere mich gerade auf das Spiel. Okay. Du hast den Bogen gefunden. Verschieße damit Pfeile, solange dein Vorrat reicht. Nein, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Kann ich jetzt auch da oben hin? Ja. Ja, ich hab die Fackel schon. Ah. Wow, 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 wow. Jetzt heb auf den Kack. Schön. Ein Abfarmraum. Nutzen wir. 430 Rubine. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist schon ziemlich gut. Also ich wüsste jetzt nicht, was es daran zu meckern gibt. Okay, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Habe ich jetzt was übersehen oder müssen wir wieder irgendeinen Gegner töten, um Schlüssel zu bekommen? Ja, zack. Jetzt stirb doch endlich. Double Hit und sterbt jetzt endlich mal. Der eine ist tot. 5 Pfeile. Okay, nehme ich. Und der andere will jetzt sterben. So, da ist der Schlüssel. Es geht nach oben. Ich will Herzen. Ja, oder Pfeile. Oder Herzen. Oder einen Schalter. Oder Pfeile. Okay. Muss ich euch Tüten töten? Warte, dann machen wir das mal mit dem Bogen. Wie geht das genau? A drücken. Oh ja, wow. One Hit. Nein, nicht getroffen. Okay. Der Bogen macht viel Schaden. Ah! Nicht. Ich kann aber auch nicht zielen. Schön. Aber da wir den... Wofür sind die anderen Schalter? Ach, die sind einfach nur so zur Verarsche. Okay. Hier ist, glaube ich, dasselbe. Wow, 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 wow. Da wir wieder den richtigen Schalter haben, einfach weiter. Moment. Meinen die Ecke mit euch. Pfeile. Ne, das bringt nichts. Ich glaube, da müssen wir mit den Pfeilen ran. Nein. Verfehlt. Hallo, Kumpel. Ach komm. Lern zielen, du Pfosten. Wieso drehe ich mich denn nicht um? So. Der hält 2 Schüsse aus, okay. Warum ist die Zahl da oben gelb? Heißt das, dass wir das Maximum erreicht haben? Und warum sind da jetzt 2 davon? Mann. Gib mir Herzen. Nicht. Ich muss A drücken, nicht B. So. Jetzt kommt nochmal. Ach, komm schon. Irgendwann muss ich's doch lernen. So. Den einen haben wir, den anderen jetzt gleich. Hoffentlich. Ne, wenn wir dann mal treffen. Hä? Das war unfair. Okay, ist unfair, dass ich jetzt gleich sterbe.
Ist nicht unfair, ist einfach nur blöd, weil ich damit gar nicht spielen kann. Komm schon. Komm, 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 komm. So. Ja. Wenn da jetzt ein Boss drin ist, ja, da ist ein Boss drin. Die sind nicht verwundbar. Okay, jetzt vielleicht? Ja. Ja, ich bin tot. Super. Weil ich mit einem halben Herz hier reingekommen bin. Danke, zweite Fee. Jetzt haben wir aber keine Fee mehr. Jetzt müssen wir uns anstrengen. Wow. Wie funktioniert der Boss denn? Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Schön. Ah. Ich glaube, ich schaffe den nicht, weil ich zu dumm bin. Komm schon. Wow. Nicht mehr so viele, komm. Wow, 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 wow. Wir haben keine... Nein, wir haben keine Pfeile mehr. Komm, 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 das schaffen wir. Okay. Kommst. Link, 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 Link. Nein. Ich, sorry fürs leise sein, aber ich konzentriere mich gerade sehr, da ich nicht sterben möchte. Nein. Jetzt stirb doch endlich mal, meine Hände schwitzen wie Sau. Komm schon. Was? Wie hat er mich denn jetzt getroffen? Ernsthaft? Ja, speichern und weiter. Nein, wir sind nicht wirklich am Anfang, oder? Ernsthaft? Ernsthaft, Spiel? Ernsthaft, Spiel? Naja, egal. Dann beende ich den Part für diesmal und, beim nächsten Part bekämpfen wir den Boss und schaffen den hoffentlich. Ich werde vielleicht offstream, also ohne dass ich aufnehme, mal ein paar Pfeile farmen oder so. Damit wir den leichter haben. Aber nur vielleicht, weiß ich ja nicht. Na, schade. Aber okay. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part. Tschö, tschö.